Bei dieser Fläche haben wir schimmernde Farbwechselpigmente eingesetzt. Henry hat uns gezeigt, auf was wir achten müssen, und wir haben die Fläche fertiggestellt. Als erste Beschichtung verwenden wir Amphibolin. Das Material wird aufgerollt und mit der Arte Twin-Kelle hinterher strukturiert. Dadurch erzielen wir einen glatten Untergrund. Hier sollte man darauf achten, dass man bei einem intensiven dunklen Farbton eventuell zwei Beschichtungen braucht wegen der Deckkraft. Die zweite Beschichtung erfolgt mit Dekolasur glänzend. Hierzu brauchen wir unsere Pigmente und brauchen eine Waage. Wieso nehmen wir jetzt die glänzende Lasur? Wir haben ja auch Dekolasur in matt. Dann verlieren sich diese Pigmente, die siehst du dann nicht mehr. Du musst unbedingt diese Dekolasur glänzend einsetzen. Was sind das für spezielle Pigmente? Das sind Pigmente, die in verschiedenen Licht anders erscheinen. Ich setze euch jetzt mal die Pigmente an. Hier haben wir eine Anzeige. Diese Anzeige sagt uns genau, wie viel Prozent wir jetzt umsetzen. Wir machen 3%, das heißt 75 Gramm. Wir teigen das natürlich mit Wasser an. Wenn wir das nicht machen, kann es passieren, dass du hier Klümpchen hast. Das Material wird aufgerollt mit einer kurzflorigen Walze und direkt mit der Arte Twin-Kelle wieder hinterher strukturiert. Was mich besonders beeindruckt, ist dieser tolle Glanz mit dem Farbwechsel. Man hat eine sehr hochwertige Oberfläche. An dieser Fläche sehen wir jetzt eine Spezialtechnik, Indem wir zwei unterschiedliche Farbwechselpigmente übereinander legen. An der Fläche sehen wir die Zwischenbeschichtung mit Switch Lagoon Water. Hierzu brauchen wir natürlich eine Grundbeschichtung. Die Grundbeschichtung machen wir wieder mit Amphibolin. Ihr kennt das ja schon etwas. Wir rollen auf und spachteln die Fläche nochmal nach. Heute wollen wir eine zweifarbige Spachteltechnik machen, und zwar einmal mit Switch Desert Light und einmal mit Switch Lagoon Water. Bei dem Switch Desert Light habt ihr 1% Pigmente zugesetzt und bei dem Switch Lagoon Water 3%. Die 3%ige Lasur spachteln wir einmal vor und die 1%ige, die machen wir als Schlussspachtelung, um nochmal eine schönere Optik zu bekommen. Die Fläche lassen wir jetzt auch so stehen, um einfach ein Beispiel zu zeigen. Das Spezielle an unserer Technik ist, dass wir mit Switch Desert Light nochmal hier rüber gehen, was wir an der nächsten Ecke sehen. Hier sieht man eine tolle Oberfläche, die einfach durch noch einen ganz besonderen Farbwechsel wesentlich mehr Effekt rüberbringt. Besonders toll finde ich hier, dass man schon beim Verarbeiten den Effekt sieht. Das heißt, sobald ich das Material auftrage und hinterher spachtel, sehe ich quasi schon das Endergebnis.